Hallo, liebe Camper. Hier ein kleines, interessantes, vielleicht auch kurzes Video aus Dinkelsbühl. Was will ich euch hiermit mitteilen? Liontron haben wir ja schon immer und sind auch ein guter Partner von Liontron, weil die Akkus sind top, die laufen super. Ich muss sagen, wir haben schon weit über 100 Akkus von Liontron verbaut und haben auch keinerlei große Probleme entsprechend der Akkus. Die laufen, machen ihr Ding und sind echt top. Auch die Einbaugrößen, was sie haben, finde ich sehr, sehr ansprechend, weil die bieten ja auch die 200 Ampere unter Sitzvariante als 150 Amperestunden, 200 Amperestunden unter Sitzvariante. Und das ist auch eine tolle Geschichte. Ja gut, die 100er kennt ihr ja, die 150er. Hier habe ich jetzt ein 200er stehen. Es sind nur ein paar im Zulauf. Die sind unterwegs. Da muss ich mal gucken, wann die kommen. Und ganz neu kommt jetzt auch noch von der Firma Liontron eine 300 Amperestunden unter Sitzvariante. Das ist natürlich schon eine gute Geschichte, weil 300 Amperestunden unterm Sitz zu bekommen, ist ansonsten schon nicht ganz leicht. Also, weil 250er sind normalerweise schon fast vom Maß her wieder zu groß. Das wird schon eng und von dem her ist natürlich die 300er dann von Liontron schon ein Thema, die da unterm Sitz passt oder wenn die dann unterm Sitz passt, dass es eine tolle Sache ist. Nur dazu hat die auch ein bisschen mehr Dauerstromentnahme. Die liegt, glaube ich, ich müsste jetzt nachschauen, bei 170 Ampere Dauerstromentnahme, was auch toll ist. Wobei, meine Meinung über die Dauerstromentnahme kennt ihr ja. Also 150 Ampere reichen in der Regel zu 100% aus, weil ich weiß nicht, wie viele Geräte, dass man auf einmal betreiben will, dass man auf über 150 Ampere kommt. Also da muss man schon richtig Gas geben. Und ja, ist mir jetzt ein bisschen schleierhaft, wie das geht, aber egal, das hat man ja schon, das Thema. Ich wollte jetzt euch aber hier auch nochmal ziemlich gute Neuigkeit mitteilen. Habt ihr wahrscheinlich auch schon auf anderen Kanälen gesehen, aber für die, die es noch nicht gesehen haben, weil nicht jeder alle Kanäle ja immer wie abonniert hat, Liontron hat eine neue App programmiert und freigeschalten. Und die möchte ich euch mal zeigen, weil was ich an der App natürlich wirklich toll finde, ist die Möglichkeit, mehrere Akkus gleichzeitig in eine App einzubinden. Und das ist natürlich schon eine tolle Sache. Also ihr seht jetzt hier mal die App. Ich stelle jetzt mal das hier so daher. Dann kriegen wir das vielleicht auch mal hin, ohne dass es spiegelt. Kehren wir das mal runter. Jawohl, so kriegen wir das ganz gut hin. Ihr seht an dem Handy, das ist jetzt eine Batterie da unten. Und hier wird natürlich angezeigt, die Batterie, wo hier steht, hat jetzt 16%. Sie hat ja, 0 Eingänge und Ausgänge. Wenn ich die Information aufrufe von der Batterie, hat die eine Kapazität von 221,89 Amperestunden. Das ist natürlich auch wieder so ein Punkt, wo bei Liontron schon echt heftig ist. Ich kaufe 200, kriege also 221. Das heißt also, effektiv kann ich wirklich die 200 zu 100% nutzen. Und das ist natürlich schon auch eine tolle Sache. Und dann habe ich hier die Ladezyklen und so weiter. Laden, Entladen erlaubt, ist freigeschalten. Also das heißt, die Batterie ist jetzt weder zu warm noch zu kalt, noch beschädigt, noch irgendwas. Und hier unten sieht man dann in kleiner Schrift noch die vier einzelnen Zellen, die natürlich immer relativ nah beisammen liegen sollen. So, wie funktioniert das jetzt? Hier gehen wir wieder zurück in die grobe Übersicht und hier kann ich jetzt über das Plus und dann hier über den Regler. Ich habe jetzt nur aktuell keine zweite da, jetzt muss ich mal durchgucken. Die haben wir schon. Nee, ich habe jetzt aktuell keine zweite da, das ist jetzt ein bisschen schade. Suche ich einfach noch eine Batterie aus und dann erscheint hier das zweite Symbol, die zwei Batterien nebeneinander.
Aber die Werte von den beiden Batterien werden addiert und hier in der Gesamtübersicht dargestellt. So dass ich also, wenn ich jetzt 2x 200 hier hätte, hier 400 Amperestunden hätte. Kann aber eben pro Antippen pro Batterie die einzelne Information abrufen. Und das ist schon eine tolle Sache, weil somit habe ich immer den Block, wo ich verbaut habe, von 2, 3, 4 Akkus entsprechend auf einem Display sofort unter der Ansicht, wenn jetzt, keine Ahnung, 16%, dann weiß ich, eine Gesamtkapazität habe ich noch von 16% von allen Akkus. Und das ist natürlich schon eine tolle Sache. Da ist Liontron, glaube ich, jetzt auch Vorreiter. Kenne ich jetzt noch keine weitere App, die das so kann. Und finde ich eine echt tolle Sache. Vor allen Dingen muss ich sagen, die App ist auch schlicht gehalten. Sie ist ansprechend, muss man auch sagen. Sie ist übersichtlich. Also schon, ja, schon gut gemacht. Also muss man neidlos anerkennen. Das ist einfach top. Macht auch riesig Spaß. Vor allem, wenn man dann hier in die Informationen geht, wo ich dann doch alles wieder rauslesen kann, Ladezyklen und so weiter. Das ist natürlich echt eine schicke Sache. Und vor allen Dingen eben, dass ich diese 4 Blocks entsprechend oder 3 oder 2 Akkus, je nachdem, wie viel das ich halt bei mir verbaut habe, dann auch immer gleich abrufen kann und dementsprechend zeigen bzw. anschauen kann. Das ist eben die große Neuerung. Diese App, Liontron, hier seht ihr es nochmal. Also wenn ihr die ab sofort downloadet, könnt ihr da entsprechend schon auf die neue umsteigen. Für iPhone ist sie schon freigeschalten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es für Android auch schon freigeschalten ist. Das kann ich euch noch gar nicht beantworten, weil ich bin ein bisschen veräppelt. Wir haben überall nur Apple-Geräte. Aber ich glaube, dass die auch schon freigeschalten ist. Jo, und dann natürlich noch die neue Untersitzvariante. Das sind echte Neuheiten, wo man schon gut damit arbeiten kann. Dann natürlich auch noch einen guten Support, sprich, wenn man Probleme hat, kriegt man da auch relativ gute Infos und wird einem gut geholfen. Das ist schon ein toller Akku, kann man sagen, eine tolle Sache. Jo, das wollte ich euch nur als Neuigkeit mit auf den Weg gehen. Wenn ihr noch mit der alten App arbeitet, wenn ihr schon Liontron habt, dann könnt ihr jetzt umstellen auf die neue. Der Umstieg rentiert sich, ist wirklich leichter vom Handling her und ist einfach ein bisschen übersichtlicher. Das macht schon wirklich Sinn. Also ist eine tolle Sache. Jo, in diesem Sinn wollte ich euch das nur mitteilen, was hier Neues gibt. In diesem Sinn wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend aus Dinkelsbühl. Ist wieder ein wenig trüb und regnerisch, ist ja momentan nicht ganz ohne das Wetter, aber 7-Schläferzeit, oh, da wird es mir schon ein bisschen Angst vom Sommer, aber naja, kriegen wir alles hin. Wichtig ist, ihr seid vorsichtig unterwegs, passt gut auf euch auf, gerade bei den Witterungsverhältnissen, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist, ist das immer nicht ganz so einfach. Es sind ja auch wahnsinnig viel Winde und alles unterwegs, also das ist manchmal nicht lustig. Über ein kleines Like freue ich mich natürlich, wie über jeden neuen Abonnenten. Vielen Dank dafür. Und tierisch freue ich mich immer mehr werdenden Anmeldungen. Also das Wochenende, da bin ich schon richtig, schon richtig fiebrig. Das wird echt spannend. Da bin ich mega, mega, mega glücklich drüber. Und wenn auch tolle Leute kommen, da weiß ich schon einiges, habe ich ja schon mal kurz angedeutet, es wird richtig spaßig. Da freue ich mich drauf, wird ein tolles Wochenende. In dem Sinn, ganz liebe Grüße aus Dinkelsbühl, bleibt gesund, eventuell einen Daumen hoch und unbedingt abonnieren, vielleicht nur die Glocke drücken, dann werdet ihr daran erinnert, wenn ich wieder meinen Schmann an euch loswerden will. Ich freue mich. Alles Gute. Grüßle. Ciao, ciao.